Ja, mein Abschluss, mein Abschluss, mein Abschluss, mein Abschluss. Ah! Das war der letzte. Man schrieb das 23. Jahrhundert. Es war die dunkelste Stunde der Menschheit. Bereits so lange, dass sich niemand mehr an den ursprünglichen Grund dafür erinnern konnte. Alles, was wir wussten, war, dass es zwei Seiten gab. Die Koalition und die Allianz. Seit Jahrzehnten starben Millionen immer wieder für dasselbe Stück Fels. Dann endlich konnte eine Seite die Oberhand gewinnen. Die Koalition. Verzweiflung startete die Allianz 5 Schlafschiffe. Man hoffte, sie würden weit weg vom Krieg und Zwist, die die Erde befallen hatten, neu beginnen. Ohne jene Vorurteile anfangen, die uns so lange schon entzweiten. Jedes Schlafschiff wurde nach der Herkunftsnation benannt. Die Bretonia, die Rheinland, die Hispania, die Kusari, die Liberty. Wahrscheinlichkeit brachen die Kolonieschiffe durch die Blockade der Koalition und flogen in Richtung des Sirius-Systems. Das war vor 800 Jahren, als wir herkamen, um unser Leben neu aufzubauen. Seit damals sind wir einen weiten Weg gegangen. Wir sind gewachsen. Wir konnten gedeihen. Wir konnten aufblühen. Aber wir werden nie vergessen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer neuen Serie auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr seht es schon, Freelancers angesagt. Ein etwas in die Jahre gekommenes Spiel, 2003 erst veröffentlicht, aber es zählt eindeutig, nein, nicht es zählt, sondern es fällt eindeutig in die Kategorie Klassiker, muss man vor seinem Tod mal gespielt haben, Top 100 der letzten 20 Jahre. Sucht's euch aus, also irgendwo passt das Spiel garantiert rein, auch bei euch. Wir labern nicht lange herum, sondern fangen gleich ein neues Spiel an. Roger, alle Systeme grün. SA-14, Sie haben Starterlaubnis. Bestätigt, Freihafen 7. Wir sehen uns dann in 2 Wochen. SA-14, wir haben unbekannte Kontakte auf den Langstreckensensoren. Wir schicken Ihnen ein Jägergeschwader als Eskorte aus dem System. Guten Flug. Marinekommando, hier Freihafen 7. Wir empfangen einige seltsame Daten mit den Langstreckensensoren.
Schiffe haben die Verteidigungslinie durchbrochen. Alle Stationen besetzen. Präsidentin Jacoby hat die LSF aufgefordert, die Zerstörung von Freihafen 7 zu untersuchen. Noch ist nicht klar, ob es ein Unfall oder ein Angriff war. Die ersten Überlebenden sind heute auf Manhattan eingetroffen. Ja, ja, ganz genau so sieht es aus. Denn ihr habt es eben gesehen, in dieser kleinen, in diesem kleinen rot blinkenden Rettungskapsel-Schiffchen haben wir gesessen. Smart, groß gewachsen. Blonde Haare, ein Traumtyp ist das doch. Naja, gut, okay. Für mich jetzt natürlich nicht. Aber die Frauen auf der anderen Seite des Bildschirms werden jetzt vermutlich gerade schon machten. Hatte ich schon gesagt, Erstveröffentlichung 2003. Das gute Spielchen hat also schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel und sieht immer noch fantastisch aus. Also. Für die damaligen Verhältnisse. Wir tun, was wir können. Es kann aber dauern. Offiziell bleibt die Liberty Security Force dabei, dass es keinen Beweis für einen Anschlag auf Freihafen der Raucher. Aber Quellen innerhalb der LSF verdächtigen die kriminelle Organisation der Orden. Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden. Der geheimnisvolle Orden. So, jetzt haben wir dieses Intro endlich hinter uns. Auftragsbefehl N, F5 oder... Okay, gut. So, was wollte ich noch? Was wollte ich noch zu Beginn sagen? Wer das Spiel kennt, wird eventuell kleine Unterschiede zu dem erkennen, was er irgendwann mal gespielt hat. Das liegt daran, dass ich über Freelancer ein Modpack installiert habe, aber kein Modpack, das ins Spiel eingreift oder also uns keine neuen Schiffe bringt, nichts an den Waffen verändert oder irgendwas an der Story ändert, sondern einfach nur ein quasi Texture-Pack. Das Ganze war deshalb nötig, weil ich Standard Freelancer nicht in einer 16:9 Auflösung zum Laufen bekommen habe, beziehungsweise überhaupt nicht zum Laufen bekommen habe. Mit diesem Texture Pack kann ich dann meine 16:9 Einstellung schön einstellen, 1280x720p, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und es lief dann auch einigermaßen gut. Wir werden nachher ein kleines Problem sehen, womit wir jetzt zu kämpfen haben, aber das soll uns vorerst mal nicht stören. Also wir sollen in die Bar. Und da geht es auch gleich schon weiter mit einer Cutscene. Ja, der Anfang des Spiels ist Der Anfang des Spiels ist unheimlich aufregend. Ihr werdet vor Spannung vermutlich gerade schon platzen. Sidewinder Fang. Wir haben nur Liberty Ale. Auch gut. Nee, also Liberty Ale würde ich gar nicht trinken. Sie heißt Junko Zane. Entweder mein Sidewinder oder gar nichts. Oh, wieso? Der zur LSF lebt für ihren Job. Das heißt, falls sie einen Job wollen. Wenn sie allerdings nach was anderem suchen. Nein, im Moment will ich eigentlich nur diesen Drink. Prost. Die kenne ich doch. Das glaube ich kaum. Doch, ich habe sie in den Nachrichten gesehen. Oh, ich habe sie in den Nachrichten gesehen. Sie sind doch einer der Überlebenden von Freihafen 7. Aha. Ja. Muss schlimm gewesen sein. Sie haben da echt Glück gehabt. Ha. Der hier geht auf mich. Ist ein guter Tropfen. Wieso? Weil man nicht jeden Tag die Chance bekommt, neu anzufangen. Alles Gute in Liberty, Sir. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Wenn er wüsste. Sorry. Verdammt. Danke. Verschluckt. Wenn der wüsste. Södele,
Navigation zwischen Orten. Person, Ortssymbol, Dienstsymbol. Ja. Rede mit Junko Sane. Junko. Aufgabenliste? Nachrichten. Gut, da ist natürlich, steht hier immer ganz viele tolle, interessante Sachen drin. Das interessiert uns vorerst mal nicht. Da ist auch noch nichts drin, weil, genau. So, ich schließe dazu, also da. Gut, dann, wo ist denn unsere Junko Zane? Da ist Ich er. verstehe, was Sie wollen, aber ich habe einfach nicht genug Leute. Und Juni, weiter geht's mit die der Dinge Cutscene. ändern sich. Gruppen wie der Orden nehmen sich immer mehr heraus. Sie Der bedrohen fast unsere Orden. Gewinne. Wow. In der Regierung gibt es Stimmen, die meinen, wir müssen verstärkt kontrollieren. Kann ich Sind Sie auch. Junko Zane? Ja? Yes, Sie Sir. müssen wohl was Geschäftliches besprechen. Moment! Ich verlasse mich ganz auf Ihr Geschick. Sorry, aber der Barmann meinte, Sie arbeiten für die Liberty Security Force. Und für wen arbeiten Sie, LSF. Mister? Trent. Ich arbeite für mich. Hat Was auch einen für ein Schiff Vornamen? haben Sie? Hab's verloren. Auf Freihafen 7. Ah ja. Bleiben Sie länger in Liberty? Ich habe einen Freund, der bei dem Angriff verletzt wurde. Er liegt im Krankenhaus. Ich hab's Ich bleibe, verloren, bis er sagt entlassen er. wird. Ich könnte tatsächlich einen guten Freelancer brauchen. Ich bin später im Ausrüstungsraum. Wir treffen uns dort. Aha, und schon wissen wir, woher das Spiel Oh, seinen Namen hat. und wenn wir zusammenarbeiten, nennen Sie mich Juni. Juni. Hi, Juni. Gut. Ausrüstungshändler. Waffenhändler. Ausrüstungshändler. Ja, los, komm jetzt, mach endlich vorwärts. Gib mir ein Schiff, gib mir irgendwas, worauf ich schießen kann, dann bin ich schon glücklich. Wir wollen hier mal ein bisschen Action sehen, ein bisschen Laserfeuer, ein Hallo? bisschen das Sirren von Schilden und naja, und so weiter und so fort. Und da ist es auch schon, das Prachtstück. Freut mich, Sie zu sehen. Wenn mir Sind jetzt Sie noch der bereit, Name für die von dem Ding LSF zu einfallen arbeiten, würde. Mr. Trent? Einfach nur Trent. Grant. Lassen Sie hören, was Sie zu bieten haben. Tja, ich habe ein Schiff für Sie. Ein ganz einfaches, mit dem Sie keine Sprünge machen können. Noch Aber es sollte nicht. reichen. Noch nicht. Ihr Auftrag ist ganz einfach. Sie machen den Babysitter für einen Konvoi mit Nahrung und Medikamenten. Ihr Kontakt ist King, der Chef der Eskorte. Ich sag ihm, dass Sie kommen. Nur, falls Sie interessiert The sind. unbelievable and famous King. Aha. Eskortieren Sie einen Konvoi, bla bla bla. Schwierigkeitsgrad, LFS, Nachrichtendienst hat den Einsatz als bla bla bla. Vergütung, das interessiert uns doch. 2000 Credits. Nehmen wir. Klingt gut. Ich bin dabei. Gut, dann mal los. Ich lasse Ihr Schiff sofort bereit machen. Sie müssen dann nur noch zum Landeplatz gehen und starten. King erwartet Sie in der Nähe des Andockrings im All, okay? Wir sehen uns, wenn Sie zurück sind. So, und Danke. jetzt ist schon fast die Hälfte von der Folge rum und das Einzige, was ich bisher machen durfte, war auf zwei Knöpfe drücken. Pausieren und speichern. Unterbricht das Spiel. Whatever. Da. Jetzt geht's los. Uhu. So, und da müssen wir gleich mal ein bisschen Eingewöhnungszeit geben, denn es ist, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her, dass ich das zum letzten Mal gespielt habe. So, kurz zurechtfinden. Nee, das war's nicht. Ah, doch, immer das war's. Genau. Jetzt kann ich hier nämlich so. Aha. Oh Mann. Alles so winzig hier. Das ist rauszoomen. Mausrad? Nee. Ja, um Himmels Willen. Ziel. King im All über und so weiter und so fort. So, Steuerung. Haha. Sie müssen Trent sein. Ich bin King, Leiter dieser Mission. Ich habe den Anführer des Konvois kontaktiert. Die Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Sie sind bereit. Sollte eine Kleinigkeit sein von hier nach Fort Bush und dann nach Pittsburgh. Ja, Bereit? ja. Schön, Sie zu treffen, King. Ist das ein Rheinlandkreuzer? Das ist die Rheinland. Donau, Admiral Schulzkys Flaggschiff. Er besucht Manhattan wegen eines Gipfeltreffens mit Präsidentin Jacoby. Das sind Hatten Sie natürlich überhaupt geplant? keine klischeehaften Namen, ne? Der Herr Schulzki Station mit der Juan, derartiger Rheinland-Donau. Donau, bitte um Von Landung der Rheinland mit der Landesatur Donau. Station. Over. Bestätigt Donau. Sie haben Erlaubnis für Andockpunkt 6. Liberty begrüßt Sie und Admiral Schulzki.
Donau, ein Hinweis. Wir haben unbekannte Kontakte erfasst. Vorsicht ist geboten. Nee, ich erzähl's gleich, wenn das hier vorbei ist. Wenn die Cutscene vorbei ist. Bestätigt. Bereit zum Gefecht. Roger. Verfolgen Schiffe im Anflug. Roger, Roger. Identifizierte Schiffe, hier Station Newark. Sie drängen den verbotenen Raum ein. Ändern Sie den Kurs oder wir eröffnen das Feuer. Newark, nicht eingreifen. Wir müssen die Präsidentin schützen. Scholzki ist ein Verräter. Die Donau ist getroffen. Rettungs- und Defensive eingestellt. Alle anderen Jäger, falsche Ausfällt? Okay, nein, ja. Gas? Gas. Ah! So, was wollte ich eigentlich sagen? Moment, New York, wie sehe ich denn hier den Gegner an? Ich weiß gar nicht, ah, okay, das ist doch. Freier Flug, halten Sie linke Maustaste, Mausflug, Leertaste, nee, das will ich nicht. Die W-Taste beschleunigt, die S-Taste bremst ab, Kampf, Rechtsklick, feuert die Waffen ab, mit der R-Taste das Wasser. Verdammt, R. Wir haben die Donau zerstört. Juh. New York. Ah! Juh. Dogfight! Verdammt, jetzt habe ich vor lauter ganz vergessen, was ich euch eigentlich noch erzählen wollte. Ja, ich bin schon dabei, meine Waffen sind leider absolut grottenschlecht. Ja, Treffer. New York, wir brauchen Verstärkung. Na. Abfangjäger sind unterwegs. Die Colorado und ihre Eskorte sind im Anflug. Keine Trümmer? Okay. Stör! Was ist es? Orden. Nein, Order. Alejandro. Go, 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 go. Ah, komm schon, jetzt treffen wir endlich. Endlich. So, das war's. Das war der letzte in Newark. So, B, Kissensymbol, genau. Ah, da ist ja doch was. B, B. B für Beute, genau. Erbeutete Ware können auch da, bla. B. Verstanden, Radar ist frei. SUR, Bericht. So, da kann ich doch auch hier umschalten. Genau, da ist nichts mehr. Wir setzen die Suche fort. An alle Versorgungsschiffe, nach Überlebenden scannen. Alle anderen Schiffe, normaler Dienst, aber wachsam bleiben. Dad, wir können hier nichts mehr tun. Die Transporter warten bei Fort Bush. Ich habe einen Wegpunkt in ihr Neuralnetz geladen. Fliegen Sie verdammt. Einfach hin. Okay. Sorry, King. Zum Wegpunkt fliegen, genau. Also ich wollte euch eben noch irgendwas sagen. Ich hab's dummerweise vergessen, es tut mir wirklich leid. Ja. Vielleicht hört's mir gleich wieder an, wenn wir weiter spielen. Wie konnten die sich Manhattan so weit nähern, ohne entdeckt zu werden? Zuerst Boost. Das war F1. Nee, Umschalt W. Das Gerät außer Kontrolle. Und das Docken war gewesen, anfliegen? Nein, hier, F3. Juhu, wir okay, müssen wir unten rein. Die Handelsroute erreicht. Beginne Aktivierungssequenz. Trent, Sie zuerst. Ach, komm schon. Jetzt war F3 noch nicht freigeschaltet. Genau, jetzt ist freigeschaltet. F3. Ja, normalerweise dauert dieses Andocken an diese blöden Ringe hier und auch an Stationen und Planeten und weiß der Geier was, dauert immer 100 Jahre. Und das sollte ich doch mehr, sollte ich doch des Öfteren mal abkürzen können. Wir benutzen sie nur bis Fort Bush. Würden wir weiterfliegen, kämen wir zum Sprungtor ins Colorado-System. Colorado. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, das ist natürlich alles nach Städten benannt und nach Ländern benannt und nach Flüssen und was auch immer. Wo sind sie denn? Da sind sie. Escort. Das ist F4, Formation. Trent, Position nahe dem Transporter beziehen. Benutzen Sie das Formationmanöver, um sich mit dem Konvoi zu treffen. Was? Ich? Nein, ich war das nicht. Hier Transportführer. Alle Schiffe sind in Position und wir haben Status grün. Achso, genau, Wir haben das über Scholzki gehört. Was ist passiert? Das planetare Verteidigungsnetz war offline und so gelang dem Orden der Durchbruch. Mit der ersten Raketensalve haben sie die Donau zerstört. Wir hatten keine Chance, sie aufzuhalten. Anscheinend hat der Orden versucht, das Treffen von Scholzki mit der Präsidentin zu verhindern. Oh mein Gott, nein, wie konnte er nur? Wir sollten uns beeilen. Gut. Hoffen wir das Beste. Moment, F1 war es gewesen. Also,
Bevor es jetzt hier mit der Story zu weit weitergeht, ich weiß, dass da hinten dran gleich noch ein bisschen was passiert, wo man schlecht pausieren kann, würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle einfach von euch. Bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise da ist ja diesmal das erste Video in einer Serie ist, also beziehungsweise das erste Video ist, das eine Serie werden soll. Dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat, ob ich damit weitermachen soll oder ob wir uns vielleicht lieber doch etwas anderem zuwenden sollten. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es denn um die Mysterien, um den Mr. Trent weitergeht. Ciao, ciao, euer Ben.